Wollen wir anfangen? Wir können loslegen. Okay. Willst du noch mal kurz zusammenfassen? Wir sind jetzt in dem Berg. Wir sind in unserer Jeans und unserer Lederjacke ins Himalaya-Gebirge gewandert, zu Fuß. Mhm. Das Und stimmt. in irgendeinen random Berg gegangen. Ich weiß wirklich nicht, wo wir die exakten Koordinaten für diesen Berg gefunden Er haben. hat die uns gegeben Ach anscheinend. so, ja, wusste das Naja, einfach. dann. Und jetzt ist hier ein Schädel. Und wir suchen immer noch unseren Vater, der irgendwas mit Aliens zu tun hat. Und die Genau. Russen Ich sind weiß auch da. ehrlich gesagt gar nicht, warum wir jetzt genau hier sind. Ich weiß es auch nicht, das war komisch, oder? Ja. Sully hier, der nicht wirklich Sully heißt, hat irgendwie gesagt so, hey, Max ist bestimmt ein Arsch, wir fliegen jetzt ins Himalaya-Gebirge. Ja. Und da zeige ich dir was. Okay. Na gut, Ein was haben wir Auszug aus hier? dem Reisebericht eines gewissen Dr. Evans. Meinem Vater war die Beschaffung dieses Berichts so wichtig, dass er extra alle Dokumente, die sich mit diesem Thema befassen, kodiert hat. Müssen wir das jetzt alles lesen? Das sind 11 Seiten. Wegen mir müssen wir das nicht unbedingt lesen. Das ist zu viel. Na Aber wenn gut. das kodiert ist, müssen wir es vielleicht doch lesen, Ja, oder? vielleicht schon. Dann lesen wir abwechselnd, oder? Ja, Okay, dann fange ich okay. an. 23.10.47. Ich bin erst wenige Monate hier in Nordindien und habe schon dreimal Gerüchte über ein mysteriöses Bergvolk gehört. Der Stamm der Zoppa soll völlig zurückgezogen in einer besonders unwegsamen Region des Himalayas leben. Das Besondere an diesem Volk soll sein, dass sie hypnotische Fähigkeiten besitzen, welche sie ihren heiligen Kreisrunden. Bei Kreisrund muss ich immer an Haarausfall denken. Ja. Entschuldigung. Welche sie ihren heiligen kreisrunden Artefakten verdanken sollen. Mit Hilfe dieser Bes Ach Gott. Sonderbaren Kräfte sei es den Xopper möglich, sich vor Eindringlingen zu schützen. Ich bin heute auch nicht der Beste im Lesen irgendwie. In Nordendien. Ne? Ach, nix, egal. No, no. Nordindien habe ich noch hinbekommen. Ja. Aber das hätte auch schnell mal Nordindien werden können. Nordindien, ja. Nordindien. Hallo, Mr. Hawkeye, wie geht's? Hallihallö. Hallöchen. So, 12.05.1949. Meine Neugier ist schon alt, aber meine Träume sind wieder erwacht. Hä? Okay, denn jetzt habe ich es endlich geschafft, eine Expedition auf die Beine zu stellen. Leider sind die Wegbeschreibungen in das verborgene Tal, ich wollte schon fast verboten sagen, der D'Zupa nur sehr vage. Aber ich werde es versuchen. Ich muss einfach. Uns geht's gut. Ja. Der Sebi ist, glaube ich, ein bisschen müde. Ja, aber das bin ich irgendwie immer. Joa, schauen wir mal. 30.07.49. Wir sind aufgebrochen. Wenn nur die Hälfte der Erzählungen über die übernatürlichen und hypnotischen Fähigkeiten der Zopper wahr sind, dann stehen wir alle kurz vor den größten wissenschaftlichen Sensationen seit der Entdeckung der Pyramiden von Gizeh. Okay. War die Entdeckung der Pyramiden von Gizeh so eine große wissenschaftliche Ja, ich Sensation? meine, die sind schon sehr offensichtlich, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Genau. Ja, die Merlin will einfach nicht aufhören zu streamen. Ich glaube, die will jetzt unbedingt Tunguska 1 fertig Ja. kriegen, damit sie endlich mit 2 anfangen Ja, kann, ist es quasi. wirklich so? Ja. Ist es wirklich so? Genau. Wie geht's dir? 10.08.1949. Seit Tagen dringen wir immer tiefer in die schroffe und eisige Bergwelt des Himalayas vor. Ja, ich meine, das macht deine Tochter 50 Jahre später nur mit der Jeansjacke. Also, so Innerhalb schlimm von kann einem es nicht halben Tag sein. oder so, Eben. naja. Also, stell dich mal nicht so an. Ich gebe zu, manchmal spüre ich den Drang, einfach umzudrehen. Es ist wie eine innere Stimme, aber mein Wille ist stark. Noch. 14.08.49. Diese feigen Hunde. Heute haben sich meine Träger einfach aus dem Staub gemacht. Sie rannten davon wie aufgescheuchte Hühner. Zwei von ihnen stürzen in den Tod. Ob es die anderen schaffen werden, weiß ich nicht. Aber auch keine Zeit, mich mit ihnen zu beschäftigen. Habe auch keine Zeit. Ich muss weiter. Ist Na nicht sehr dann. nett von ihm. Nee.
16.08.1949. Seit 2 Tagen bin ich jetzt allein unterwegs. Die Ausrüstung musste ich größtenteils zurücklassen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie immer schwerer wird. Ich wahrscheinlich, weil so viel draufschneit und er checkt nicht. Hm. Ich müsste mehr Ballast abwerfen, aber ich habe keinen mehr. Hat er keinen Basalt mehr? Er hat keinen Basalt mehr. 19.08.1949. Ich bin müde. So unendlich müde. Ich weiß, dass ich weiter muss, aber ich weiß nicht wie. Ob ich jemals meine Tochter wiedersehen werde. Das sind jetzt schon die Aufzeichnungen von unserem Vater, oder? Ich hätte das jetzt so interpretiert. Ja, ehrlich gesagt, auch. Sie hat gesagt, ja, mein Vater hat hier irgendwelche Informationen verschlüsselt und plötzlich ist der Text aufgegangen, oder? Ja, das stimmt. Das kodiert, hat sie gesagt. Genau. Anscheinend können wir es lesen, die kodierten Text. Naja, genau. Irgendwann im August 49. Wie lange habe ich hier gelegen? Ich erinnere mich noch ganz verschwommen, dass ich mich über einen Felsvorsprung gezogen habe. Alles um mich herum war nur noch weiß. Und dann wurde alles schwarz. Jetzt lichtet sich langsam wieder der Schleier vor meinen Augen. Ich sehe eine Höhle, aber meine Beine weigern sich aufzustehen. Ist das so ein Whiteout? Ich glaube, Whiteout ist einfach nur, dass man nichts mehr sieht, ja, außer weiß. Weil man den Horizont nicht mehr sehen kann. Weil Boden und Himmel eins werden. Genau. Vielleicht. Naja. 2.9.1949. Ich liege in einem britischen Lazarett im Norden Indiens. Man hat mir erzählt, dass ich vor 10 Tagen von tibetanischen Mönchen am Ufer eines Flusses nahe der Stadt Lhasa bewusstlos aufgefunden wurde. Da ich starkes Fieber hatte, haben mich die Mönche anscheinend gepflegt und mich dann schließlich in das Militärlazarett gebracht. Okay, 2 Tage später. Man berichtet mir, dass ich häufig wirre Satzfetzen von mir gegeben habe. Die Mönche haben meine Worte mitgeschrieben. Der thronende Wächter, er sieht alles und er kommt von weit her. Was bedeuten diese Worte? Und was ist das für eine seltsame Skizze, die ich hinten in den Reisebericht geklebt habe und die angeblich von mir stammt? Sieht aus wie ein Sternzeichen. Ich versuche verzweifelt, mich zu erinnern, aber es gelingt mir einfach nicht. Die thronende Wachtel. 30.11.1953. Viel Zeit ist vergangen. Zeit, in der ich nach meiner Erinnerung gesucht habe. Vergeblich. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss zurück. Ich werde sofort versuchen, eine neue Expedition zusammenzustellen. 27.03.1955. Der schreibt irgendwie alle 2 Jahre mal ein bisschen in sein Tagebuch. Ja. Hatte ich nicht mal ein Tagebuch? Da muss ich mal wieder was reinschreiben. Ich habe alles beisammen. Eine Karte der Region, ein paar Wissenschaftler, die benötigten Träger. Aber ich kann nicht aufbrechen. Stattdessen muss ich mich mit reichen Idioten rumschlagen, die mir nicht glauben und meine Expedition nicht finanzieren wollen. Ja, Moment mal, der hat irgendwie was? Der hat schon Träger und ein paar Wissenschaftler. Für was braucht er dann noch? Ich dachte, ich meine, wenn er das schon hat. Naja, Flugreise oder so, keine Ahnung. Na, wie Essen. Teuer kann das sein? Vielleicht hat er nur die... Ich meine, okay, egal. Naja, aber ganz ehrlich, ich würde so einem raus. Typen, so einem Spinner auch nicht Geld geben für so eine komische Exposition. Klar. Also, naja. Okay, Skizze. Inkognito. Das sieht aus wie ein sehr komisch... Mikrofonständer. Nee, wie so ein Strichmännchen, was aber komische Gliedmaßen hat. Ein Kopfmieser. Ein langes Bein und ein kurzes Bein und einen langen Arm und einen kurzen Arm. Naja. 1.9.59. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, wird mein Lebenswerk nie vollendet werden. Die reichen Schnösel wollen mir tatsächlich kein Geld geben, und auch die Banken weigern sich. Wir verbannen das faszinierende Volk der Zopper in das Reich der Mythen und Legenden. Naja, immerhin haben sie ihm 4 Jahre lang anscheinend alles finanziert. Also irgendwann Schluss, ne? Hi, Flatbread Jackass. Grüß hallo, Gott. Hallo. Ja, ich meine, immer diese Schnösel, die einem kein Geld geben wollen. Echt mal. Na gut. Hi, Latris. Also unser Vater war schon hier. Wo sind wir? Ach, da sind wir, okay. Ich habe hier keinen Empfang. Keinen Empfang. Na gut. Es ist sehr seltsam, oder hier diese...
kleinen. Der kleine Mini-Geysir Ja, da, der kleine oder? Geysir, wo irgendwie so Zeug rauskommt. Naja, reden wir mal nochmal mit ihm. Ja, Mit dem Olli. Ohne Oleg. Oleg hätte ich diese Höhle wohl nie gefunden. Okay, wir können gar nicht mit ihm reden. Na dann. Das ist Na ein dann. Loch. Ein kleines kreisrundes Loch im Fels. Ja, okay. Und da hat jemand einen Schädel aufgestellt. Könnte von einem Jack stammen. Nehme ich mal mit. Kann man immer brauchen, so ein Jackschädel. Okay. Ich stecke jetzt einfach Ah, mal und den ein Stock. Schädel. Ja, steckt den Stock ins Loch. Ja, das ist eine gute Idee. Wie ein Glory Hole. Ich kann das Teil ohne Probleme in die Öffnung schieben. Passiert aber nichts. Ah. Okay. Das könnte man doch theoretisch da auch reinmachen, oder? Mit den Hörnern? Hörnern, aber nö. Naja. Okay, sonst gibt es nichts. Dann gehen wir mal weiter. Das. Rötliche Beleuchtung. Da geht gleich mal die Framerate Framerame. in die Ja, Knie. ich glaube, der Renderbildschirm ist einfach nur langsam. Da liegt jemand mit einem Buch. Und da ist eine offensichtliche Druckplatte oder Ja. sowas. Der arme Kerl muss da reingefallen sein. Ob der zu den Mitgliedern der Expedition meines Vaters gehörte? Da komme ich von Wahrscheinlich. hier aus nicht ran. Okay. Wasserfall. Das Wasser ist kristallklar und bestimmt schweinekalt. So. Hier wurden Muster in den Fels gehauen. Was für eine Bedeutung die wohl haben mögen? Und ein riesiger Fels. Ein ganz schöner Brocken. Ach so, das ist gar keine Druckplatte. Viel zu schwer. Den kann ich nicht bewegen. Aber Aber wir was, wenn können man ihn den Stock raushebeln. zum Hebel nimmt? Genau. Aber warum machen wir das? Um das zu verstopfen. Ja, stimmt. Und jetzt füllt Wirklich? sich alles Dass es mit noch einen Wasser. weiteren Abfluss gibt. Sonst würde die ganze Höhle vermutlich schon unter Wasser stehen. Ich Na, wollte hatten gerade wir ja noch mal sagen, Glück. ich wollte gerade sagen, das könnte jetzt blöd ausgehen. Was für ein Zufall. Ja. Auf jeden Fall hat sie das Buch hochgeschwemmt. Ja. Die Eine Tasche Tasche lag ist es. neben dem Oh. Skelett und wurde durch das steigende Wasser nach oben gespült. Allzu schwer kann der Inhalt also nicht sein. Die kommentiert es so, als hätte die das auch nicht geplant. Die hat Ja. einfach mal den Stein darunter geworfen und geguckt, was dann so Ich mach passiert. das einfach mal. Mal schauen. Ah, echt gut, dass hier noch ein Abfluss ist, sonst wäre ich jetzt ertrunken. Ach, guck mal, da ist eine Ja. Tasche. Nice. Ein Knochen. Ein Knochen. Und ein Obwohl ein Knochen, ein Knochen, der wird seltsam Schlüssel. aussieht wie ein Schlüssel. Ach ja. Ah. Naja. Der Okay. kommt ins Loch. Ja, wahrscheinlich. Und dann drehe ich den und dann geht irgendwo eine Tür auf. Das ist seltsam. Aber gut, hey, was soll's. Der Knochen hat sich irgendwo verhakt. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Na super. Na dann. Aha. Aha. Sag mal, kann man nach unten eigentlich auch gehen? Nee, kann man Nee. nicht. Aha, Es gut. gibt nur die beiden Wege. Gut. Dann ist schon gut. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Aliens. Eine seltsame Stimmung geht von diesem Raum aus. Ich kann sie nicht genau What? beschreiben. Unwirklich, als ob man eine andere Welt betreten würde. Sind das wirklich Aliens? Das wirkt sehr Cthulhu-esk. Wie in die Berge des Wahnsinns. Da wird es so beschrieben, zumindest so ein bisschen. Die Aha. Bilder in meinem Kopf, die das Buch erzeugt hat, waren zumindest ähnlich wie das da, was man hier Von sieht. da unten kommt dieses Licht, welches den Raum in eine so seltsame Atmosphäre taucht. Aha, okay, da unten sind Scheinwerfer aufgestellt anscheinend. Zeichen. Diese Linien und Kreise sehen fast genauso aus wie die Zeichnungen, die Manuel Perez in Kuba gemacht hat. Ja, offensichtlich war hier so der Aufenthaltsraum von den Aliens, die abgestürzt sind. Gucken wir uns mal den Der Kopf da Kopf an. wurde direkt aus dem massiven Fels rausgehauen.
Haben dann die Aliens, die hier abgestürzt sind, aus einem Menschenknochen einen Schlüssel geschmiedet, um irgendwie ihr geheimen Chillraum zu verstecken, oder wie? Es wird vielleicht der Absturz eines riesigen, unförmigen Objekts dargestellt. Die abgeknickten Bäume rund um die Absturzstelle erinnern ein bisschen an Fotos, die ich mal von der Tunguska-Region nach der Katastrophe 1908 gesehen habe. Was ist das da? Ist das ein Schiff? Sind das Flugzeuge da? Erkenn da nix. Erkennst du das nicht? Nee, ich sehe das da ein bisschen, was ist schemenhaft, aber. Nee, keine Ahnung. Kleine Männchen laufen vor einem unförmigen, riesigen Objekt in eine Höhle davon. Mhm. Gut. Okay, dann das da noch. Das ist die offensichtliche Steinplatte. Cool, freut mich, Lateris, dass dir die gefallen, die Point-and-Click folgen. Cool. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Ist das wieder was, wo man so. Wie funktionieren denn hier die Regeln? Ja. Eine Nische. Eine Nische. Da kann man gar nichts machen. Ha, gut. Und wenn du woanders drauf drückst, Stein. Ah, man kann Steine bewegen. Ja, und was machen wir jetzt? Ich weiß es auch nicht so ganz. Gibt irgendwie. Es gab auch kein. Und. Was ist mit dem Muster von deinem Vater? Genau, das da vielleicht. Mhm. Also das ist offensichtlich die Mitte dem. Aber, ach so, das... Eins, zwei, drei vielleicht. Runter. Drei schon mal runter, würde ich sagen, oder? Okay. Drei runter. Ah ja, das eine Bein passt dann ganz gut, glaube ich. Das könnte stimmen. So, warte mal. So und so? Oder? Nee, ich glaube nicht. Aber da sind zwei. Ja, das sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Vielleicht stimmt's doch nicht. Haben wir überhaupt genug Steine, um das nachzubauen? Naja, versuch mal. Mach mal das nach. Aber ich glaube, irgendwie kann das nicht stimmen. Nee, es geht überhaupt nicht. Ja gut, okay, es gibt ja hier auch, es gibt ja da also nicht ausgemalte Kreise und ausgemalte. Hätten mal die reichen Schnösel seine Expedition finanziert, dann müssten wir das jetzt nicht machen. Ja. Leider kann das gar nicht so sein, wie es da eingezeichnet ist. Vielleicht gibt es noch eine andere Form? Nee, eigentlich nicht. Weil das ergibt gar keinen Sinn so. Kann man das da... Nee, man kann es auch nicht rausmachen. Können wir uns noch umschauen? Gibt es noch irgendwas zum Angucken? Nee, es gibt nichts zum nicht Anschauen. Mehr. Aber, ganz ehrlich, ich bin da nicht so. Bin ich jetzt gespannt. So. Ja, okay, haha. Steine so anordnen, wie es im Bericht steht, der in der Nachricht zu finden ist. Ja, danke. Danke für die Info. Ach nee. Ja, dann versuch's mal, so gut's geht. Ich meine, das ist zwar, glaube ich, gar nicht möglich, aber vielleicht schon. Okay, also hierüber passt es schon mal. Ach, eigentlich ich jetzt mal sagen. Musst du, glaube ich, nur. Ja, mach einfach mal. Warte mal, ich zeig mal auf dem Bildschirm. Das sieht jetzt ihr nicht, aber die Madame werden. Geh mal zurück. Ne, auf dem Bastelbildschirm. Wenn du einfach den da runter nimmst und den da hoch und den eins näher ans Rote. Den ganz drüben da, ganz rechten. Ja, genau. Okay. Okay, na gut. Na gut, ist anscheinend close enough. Das ist aber mal die schlechteste Zeichnung, die ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich bescheuert, ey. Naja, gut. Von so einem... Das sind total symmetrische Knöpfe. Sieht und die eher unscheinbar aus, Zeichnung ist total deformiert. Und ich habe das Gefühl, als ob irgendeine seltsame Energie davon ausgeht. Ich werde sie mal Oleg zeigen. Vielleicht hat er ja eine Idee, was wir jetzt damit machen sollen. Der ist eine Oleg. Idee, das dem Oleg zu zeigen. Naja, ich weiß ja nicht. Der Oleg ist sowas von der geheime Böse. Da kommt gleich ein riesen Reveal und Nina Oleg, wird voll überrascht sein. Ich sehe, du hast es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Leider muss ich dich jetzt töten. Danke.
Was meinst du mit... Bam! Das erkläre ich dir später. Der Chef wartet. Oh oh. Einfach ins Gesicht. Wer geboxt. Hätte damit gerechnet? Ja, ja. Das war Damn. Das kam unerwartet. What a twist. Oleg, ich habe gehört, du hast dieses Metallding wirklich gefunden. Hi, Sergei. Ja, es lief eigentlich alles wie erhofft. Die Kleine war echt gut. Ausgezeichnete Sergei. Der Chef Huma. Wird begeistert sein. Der war mir von Anfang an unsympathisch. Ja, der hat sich... Was machen wir jetzt mit ihr? Die Befehle vom Chef waren doch eindeutig. Ist das wirklich nötig? Naja, schon ein bisschen schade um den süßen Hintern. Aber mit ein bisschen Glück bleibt der im Eis ja auch noch etwas länger frisch. Und jetzt dreh das Wasser auf. Okay. Kommt nichts. Da hinten ist ein Pümpel. Das hab ich auch gerade gesehen. Schon wieder kaputt. Lass uns mal nachschauen, woran es liegt. Wir sollten uns aber beeilen. Der Prototyp ist nämlich so gut wie einsatzbereit. Und der Chef wartet schon auf uns. Und die Kleine? Sind ja nicht ewig weg. Wir kümmern uns später um sie. Na, da hatten wir aber nochmal Glück, dass uns die Mörder nicht umbringen, weil sie keinen Bock haben. Hat der Chef gesagt, ich muss ganz explizit eingefroren werden. Also die Nina. Anscheinend. Nicht erschossen, nicht erwürgt. Sabotage? Könnte durchaus sein. Kümmere dich drum. Ich muss zurück zu unserem wissenschaftlichen Genie. Geht klar. Kurz trinken. Oh Gott, mir tut alles weh und mir ist tierisch kalt. Katschini. Wo bin ich hier eigentlich? Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass Oleg mich niedergeschlagen hat. Aber wieso? Ich hatte wirklich gedacht, dass ich ihm vertrauen könnte. Wieder mal falsch gedacht. Ja, auf einmal ist ihr kalt. Und genau in dem Outfit wandert sie durchs Gebirge und besteigt einen Berg ohne Probleme. Aber hier ist es dann doch ein bisschen luftig. Bisschen kühl. So, Badewanne. Eine Wanne mit heißem Wasser, ein Glas Rotwein und jemand, der mir den Rücken massiert. Ich glaube, ich will nach Hause. Da kommt kein Wasser raus. Ah, ich hätte auch gern so eine große Badewanne. Das wäre wirklich cool, das stimmt. Unsere Badewanne ist viel zu klein, eher wie das Waschbecken da hinten. Eine Videokamera im Bad? Hier würde ich nicht duschen wollen. Ist offensichtlich auch kein... Naja, obwohl, das könnten schon irgendwie so... Ach, na gut, vielleicht ist es doch ein Bad. Nimm den Pümpel. Ja, ich nehme den Pümpel auf jeden Fall. Der Pümpel ist die Lösung für alle Probleme des Lebens. Mit so einem Ding kriegt man verstopfte Klos wieder frei. Zum Beispiel. Pümpel. Ich hab gewusst, dass ihr Spiel gefallen wird, deswegen. Pimple Power. Da, was ist hier? Ne, das ist hier. Papiertuchhalter. Extra weich und flauschig. Dreilagig. Okay. Pümpel und Papiertücher. Upsala. Okay, mehr gibt's hier eh nicht. Dann... Warte, du könntest mit dem Pümpel im Abfluss von der großen Wanne rumpümpeln. Das stimmt. Ich habe wirklich übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Eigentlich will ich hier nur raus. Na gut, vielleicht wäre was drin gewesen, was man raussaugt. Ich glaube, so würde das gar nicht funktionieren, aber theoretisch ist es halt ein Adventure, wer weiß. Okay, hier ist eine Bohrmaschine. Eine stationäre Bohrmaschine. Steckt ein Metallbohrer drin. Sie funktioniert. Okay, wir müssen irgendwo ein Loch reinbohren, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Würde ich jetzt mal vermuten. In den Pümpel wahrscheinlich nicht. Und in die Papiertücher wahrscheinlich auch nicht. Ah,
Zumindest bräuchten wir dafür nicht unbedingt eine Industriebohrmaschine. Ein Schrank. Ich nehme mal alles mit, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich meine, gut. Die Klopapiere sind dreilagig, meinte sie. Vielleicht sind die sehr robust. Okay, wow. Was haben wir denn jetzt hier? Eine Zwinge. Erinnert mich an das Teil, das ich in Moskau am Bahnhof gefunden habe. Zwille. Scheint mittlerweile in Serienproduktion gegangen zu sein. Jetzt sogar mit Gummiummantelung am Griff. Okay, eine. Was? Irgendwas. Okay, cool. Nennen wir es Zwille. Damit kann man Fenster abdichten. Oder Rettungsschwimmerin im Fernsehen werden. Hä? Ach, Silikon. Ah. Ach Gott, die das Witze, ist so furchtbar. Ja, ich meine, ist halt ein Kind seiner Zeit, ne? Da lief wahrscheinlich Baywatch gerade auf Hochtouren. Ja, ja. Ich habe eine vage Vermutung. Damit kann man Gewinde schneiden. Ich weiß, sehr gewagte Vermutung. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das ist ein Gewindeschneider. Okay, na gut. So, und hier ist ein Schraubstock. Ein Schraubstock. Standardausrüstung jeder halbwegs gut ausgestatteten Werkstatt. Und da ist ein Schlüssel. Mm. Könnte so eine Art Generalschlüssel sein, der in der Werkstatt dann bei Bedarf nachgemacht werden kann. Ja, dann den könnten wir bei mitnehmen. Bei Bedarf nachgemacht werden kann. Wir müssen bestimmt den Schlüssel machen. Ja, aber warum müssen wir den nachmachen? Ja, wer weiß ja das auch ist nicht. So ein Resident Evil Ding, oder? Wenn wir das jetzt nehmen, verschließt sich irgendeine Tür oder irgendwas. Nee? Ah, keine Ahnung. Okay. Und was ist das für ein roter Riesenkasten? Der ist auch ungewöhnlich. Ach, durch die Glasplatte kann man ein einzelnes Ei erkennen. Ha. Öffnen lässt sich das Gerät wohl über das Tastenfeld. Mal wieder. Okay, dann müssen wir... Diese Kombination kenne ich nicht. Und wenn ich die Scheibe einfach zerschlage, wird der Inhalt durch die herunterfallenden Glassplitter wohl auch gleich mit zerstört werden. Na gut. Das könnte zwar sein, aber für was sollten wir überhaupt ein Ei brauchen? Okay, da ist noch eine Platte, die wir uns angucken müssen. Beziehungsweise eine Metallplatte. Ja, genau, nehmen wir die einfach mal mit. Warum nicht? Versuch einfach mal alles mit allem, oder? Ah! Ha. 100%. Ich hab doch gewusst, dass man da irgendwas reinbohrt. Okay. So. Aber warum? Ja, das weiß man nicht. Aha! Ah. Aber warum? Bin gespannt, was das wird, wenn es fertig ist. Aha, jetzt haben wir das verbogen. Okay. Ich versteh's aber immer noch nicht. Bogen ist irgendwas, na gut. Das ist wie so ein. Ah, Dingens. Okay. Ja. Okay. Interessant. Ah, okay. Hat die Tür, kann man da... Ich weiß nicht, warum. Ah, vielleicht hätte man das nur mit dem Schlüssel versucht, hätte sie gesagt, der lässt sich nicht drehen, ich bräuchte irgendwie... Die Tür ist wenn verschlossen. Ich den Schlüssel nur besser greifen könnte. Und jetzt haben wir eine Schlüsselzange gebastelt. Das Schloss ist völlig vereist, den kriege ich da nicht rein. Okay, ein vereistes Schloss auch noch. Wir müssen aber da rein. Ah gut, okay. Dann probieren wir einfach weiter mal. Ich würde mit dem Pümpel versuchen, das Eis aus dem Schloss zu pümpeln. Schade. Ah, aber hier geht's. Aha. Ach, kann ich jetzt die Scheibe mit dem Pümpel hochheben? Versuch mal. Die Glasscheibe kriege ich mit dem Pümpel nicht rausgerissen. Ich nehme ihn einfach mal wieder mit. Okay, seltsam. Ja, sehr seltsam. Das Silikon kann man doch bestimmt irgendwo Kannst benutzen. Du nicht mal den Bohrer einfach einschalten und schauen, was dann passiert? Das kann ich machen, ja. Der Bohrer schlägt Funken auf der Metallplatte. Nice. Dann können wir vielleicht Feuer machen. Ja. Nur warum? Ich weiß auch nicht so ganz. Der Funkenschlag des Bohrers hat das Papier in Brand gesetzt. Ah, und damit können wir jetzt das Schloss auftauen. Aber, wir machen den Schlüssel jetzt heiß. Ich erfriere gleich, aber zumindest ist dem Schlüssel jetzt schön warm. Ganz genau, und jetzt können jetzt hat er sich verformt und wir können nichts mehr damit aufschließen. Ganz genau. Perfekt. Die Lösung. Das Schlüssel schmilzt das Eis. So, jetzt ist das Schloss offen. Naja, okay. Vielleicht hat er sich jetzt auch extra in die Form des Schlosses geformt, weil er ein bisschen wie früher beim Gamecube. Ich habe mal einen Gamecube auseinandergebaut und da sind so ganz bescheuerte Spezialschrauben drin. Und da musste man so ein, also am besten halt so einen Filzstift, so ein Stabilo hinten, das Plastikteil mit dem Feuerzeug weich machen, in das Schraubenloch drücken und hart werden lassen, damit man das aufkriegt. Okay.
Und so ähnlich war es mit dem Schlüssel vielleicht. Na gut. Aber wahrscheinlich nicht. Metallspitzen. Ich wollte nur von meiner Konstruktion. Ich meine mal gelesen zu haben, Modding-Zeit dass so etwas empfindliche Geräte vor Störsignalen geschützt werden. Aha. Und eine Tür. Wie soll ich da rüberkommen? Fliegen? Mit dem Pümpel. Wir brauchen ein Seil. Zahlenfeld. Ich vermute mal, dass man über die Zahleneingabe eine Brücke zum Raum auf der anderen Seite rausfahren kann. Wahrscheinlich. Okay. Ja gut, okay, das werden Metallspitzen, wird sie das gleiche sagen. Ja. Da unten aber was ist das? Plattform. Ein Lastenaufzug. Nein. Von hier aus gibt es aber anscheinend keine Möglichkeit, den Aufzug hochzuholen. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wissen wir nicht, nee, oder? Nee, ich habe keine Aber wahrscheinlich Ahnung. Immer noch irgendwo in der Nähe. Ja. Geh, wo soll ich zuerst hingehen? Zum Roten. Geh ins Licht. Roten. Ja. Na gut. Auch wenn Rot Gefahr suggeriert.